Jawohl, dann liebe Freunde und willkommen zu einer weiteren Runde Deadzeit. Und zwar ist gerade das Update 0265 auf dem PTS online gegangen, also auf dem Public Test Server Branch. Und ich will einmal kurz nachgucken, was denn sich geändert hat. Will kurz das mit euch durchgehen und danach will ich meine Runde wieder reinschwitzen. Weil ich bin echt gespannt, was da sich getan hat. Und dementsprechend können wir gleich einmal kurz lesen. Es ist nicht viel. Also es gibt ein neues Recoil-System für die Waffen, ne? Also der Rückstoß wird anders wohl gehandhabt werden. Die Waffen wurden gerebalanced. Mal gucken, was das so mit sich bringt, egal welche Waffe das jetzt ist. Den Atem anhalten und die Recovery-Zeit davon, also die Erholungszeit. Wurden geändert und man hat jetzt die Option, die Namen der Teammates zu deaktivieren. So, und ich glaube, das ist die Taste T, P standardmäßig. So, da wurden ein paar Bugs hier noch geclosed, das ist mir eigentlich egal. Und wir werden jetzt mal uns für den Public Test Server kurz das runterladen und dann sehen wir uns gleich im Game wieder. Ja, und da sind wir auch wieder. Wir suchen jetzt mal einen Server, der kompatibel ist mit der Testversion, weil, falls ihr es noch nicht wusstet, es gibt ja auch das Königreich, ne? Da oben links einfach in der Suche König eingeben mit CH und kommt auf unseren Server mit drauf. Da ist noch nicht viel los, aber vielleicht kriegen wir es zusammen hin, meine deutsche Community da wieder aufleben zu lassen. Ich werde auch versuchen, das wieder ein bisschen mehr in Fokus zu nehmen, aber jetzt müssen wir auf einen Public Server und leider ist hier auf vielen viel zu wenig los. Wir können mal gucken, ob wir hier irgendeinen finden, der die richtige Version hat, wo ein paar mehr drauf sind. Naja, gut, einer. Das ist der Closed Test Server. So, aber dann gehen wir hier auf den Europe 04 oder was? Aber hatte ich nicht eben noch irgendeinen mit 2 gesehen? Da ist einer mit 2, dann gehen wir auf den US 01 einfach. Die Musik hat sich auf jeden Fall geändert. Wenn ich mich nicht täusche, ist hier eine Optik dazugekommen. Waren vorher 6, glaube ich, ne? Aber sicher bin ich mir nicht. Ich glaube, der hier ist dazugekommen. Bin ich mir wirklich nicht sicher. Kann ich mich auch täuschen, aber wir gehen einfach rein. Wir sind auch diesmal alleine unterwegs. Vielleicht kommt zur nächsten Scam-Runde auch wieder jemand mit. Wenn du mal mitzocken möchtest, ne? Komm einfach auf den Discord bei mir. Werde ich unten in der Videobeschreibung verlinken und schreib mich einfach an. Dann können wir auch gerne mal zusammendaddeln. So. Wir sind ja relativ. Warum sehr. Okay, die haben jetzt so eine gelbe Umrandung. Was heißt denn jetzt gelbe Umrandung? Steht das hier irgendwo? Nicht. So, mit P sollten wir ja Teammates machen, aber das egal. So, let's go. Gehen wir mal allein. Schwitzen wir mal alleine rein. Hier können wir ja zumindest noch auf andere Gegner treffen. Gucken wir mal, was das wird heute. Jetzt hat das ja auch ein herrliches Spiel, was man noch mal alleine zocken kann. Weil es einfach egal ist, ob man stirbt oder nicht. Finde ich zumindest. Gehst einfach wieder rein. Dann let's go. So. A pistola. Pistola grande. Das ist auch etwas, was sie, finde ich, noch ändern sollten, dass man die Getränke, die man nicht im Inventar liegen hat, sondern die in der Umgebung liegen oder das Essen, dass man das. Ah, meine Maus, denn sie ist gerade ein bisschen hoch. Wartet, ich muss kurz nachladen, Sensi runterschrauben. Ich habe vorher ein anderes Game gespielt.
Halleluja. Aim on point, würde ich sagen. Aber gut. Wir wollen uns nicht grämen. Denn es ergeben sehr gute. Kann man nicht zerreißen, ne? Bisschen Munition, ein bisschen andere Waffen noch. Schon, sind wir schon mal auf dem richtigen Weg? Ne? Hier eine Badaboom nehmen wir mit. Zerreißen. Das mitnehmen hier ganz wichtige Utensilien. So, was hatte der? Der hatte, glaube ich, auch eine Pistole, ne? Und Neben waren auch dabei. Oh, sogar ein. Ah, ne, der hat ja eine Weste dabei. Danke. Weste ist tatsächlich immer heftig für Klamotten. Das wollte ich nicht. Stapeln. Ja. So, mit der Ausrüstung können wir uns, glaube ich, auch schon mal Richtung irgendwas begeben. Sind halt sehr weit weg, ne? Dann gehen wir erstmal hier hin. Oh, guck mal da unten. Der links, der Punkt, den kenne ich noch nicht. Der ist neu. Ach nee, warte mal. Hier oben ist ja auch eine Mission. Na, guck. Dann gehen wir erstmal da oben lang. Machen wir hier so einen kleinen Rundweg. Mal sehen, ob wir es schaffen. Heile, heile Gänschen, fass mir nicht ans Schwänzchen. Ist das nicht schön, Freunde? Endlich mal wieder derzeit. Gucken wir uns mal kurz hier die Ortschaften hier oben an. Ich bin mir nicht sicher. Ich finde auch, dass sie, wenn sie solche Ortschaften oder sowas jetzt neu verfügbar gemacht haben, dass sie neu dazugekommen sind, finde ich es auch extrem nervig, dass sie das halt in den Patch Notes nicht reinschreiben, weil was bringt einem das, ne? Wenn sie das reinschreiben, umso mehr Leute kriegen doch Bock darauf, nochmal wieder reinzugucken. Aber gut, deren Ding. So, der wandert auch da nach oben. Wir wissen ja aus den letzten Folgen, da nix gut. Nix gut, wenn Alex die versucht alleine zu machen. Vor allem mit den Waffen, die ich habe, ne? Ich glaub, da sehe ich überhaupt kein Land. Da gucke ich einmal Kuckuck. Und zack, bin ich tot. So, ja, ich hätte ja auch die ganze Zeit die Waffe wegstecken können, ne? Ah, das Ding kommt mir doch bekannt vor. Kneifzange kenne ich, glaube ich, noch gar nicht. Weiß noch nicht, wie viel die wert ist. Ah, hier waren wir eben. Würde auch sagen, gut, loote hier nur schnell und loote hier nur schnell. Ach, guck mal, die Stacks wurden erhöht. Wenn ich mich nicht irre. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Manchmal vertue ich mich auch mit den Sachen, weil Scam derzeit einfach nicht mein Main Game mehr ist. War mal ganz lange Zeit mein Main Game, oder? Nee, was heißt eine lange Zeit? Das war mal eine Zeit mein Main Game.
Aber da hat sich jetzt auch schon ein bisschen was getan, muss ich sagen. Bin echt gespannt. Also derzeit wird immer auf meiner Liste bleiben. Dafür hat das Spiel zu gute Ansätze. Was für ein geiler Schleichweg. Den kenne ich noch gar nicht. Auch mit der Brücke eben. Sehr sweet. Schon ein bisschen was von so einem Story-Game, ne? Dass du hier dann so einen Weg entlang läufst und am nächsten Punkt. Das führt mich auch bestimmt durch den Wald genau zu diesem Ort, ne? Safe. Ah, schade. War aber gut. War aber knapp. Okay, hier ist eine Straße. Gut, der hat mich dann zur Straße geführt. Die führt mich wahrscheinlich dahin, ne? Ja, sieht ganz so aus. Ist so schlimm. Jetzt, wo ich eine Tochter habe, beziehungsweise einfach ein Kind, und wir Kinderlieder hören, habe ich so oft Ohrwürmer von den Kinderliedern. Das ist der Wahnsinn. Okay, so ein kleiner Hof hier, so ein kleiner Holz. Schreinerei, wie nennt sich sowas? Wie schimpft sich sowas, ne? Ich weiß nicht, wie sie sowas schimpft. Oh, Wutger. Machen wir uns gleich Mediziner. Hey, mach die Mediziner. Mediziner, gut. Aber auch Digi, 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 Digi. Ganz wild. Gut, ja, hier war ja nicht, also das war ja überschaubar. Das war ja überschaubar, aber das ist das Schöne gerade, dass wir hier in 500 Meter Abständen ungefähr, wenn wir die nächste Ortschaft haben, wo wir hinwollen, wenn ich da jetzt gleich bin, dann haben wir auch 500 Meter dann zur Mission. Ist gut. Gutes Pensum. Bin ja auch ehrlich, meine erste Deadside-Folge, ne? Die hat ja im Verhältnis, haben das ja tatsächlich relativ viele Leute gesehen. Ich glaube, mein letzter Stand war irgendwie so 700 Aufrufe. Haben dann aber viele nicht weiter geguckt, weil ich glaube, ich in den ersten Minuten gestorben bin. Muss auch sagen, berechtigt dann. Aber geil wäre es halt, wenn noch mehr Leute dann sozusagen dazukommen würden, ne? Das wird uns, glaube ich, allen noch helfen, wenn wir hier wirklich so einen kleinen Deadside-Pool aufbauen. Soll jetzt kein Gebettel sein oder sowas, sondern einfach so die Schilderung der Dinge, wie ich das sehe. Glaube, der bringt nichts, aber ich setze den einfach mal auf, den Froschhelm. Bei Deadside hat es. Okay. Diese Geräusche, da denke ich immer, was ist das denn jetzt? Also, was ist nun los? Aber das ist. Die neuen Missionen haben scheinbar neue Sounds. Das mit die Menümusik war ja auch eine andere. Da frage ich mich immer, was bei den Devs dann so im, oder bei den Entwicklern einfach so im Kopf vorgeht, ne? Nee, komm, die Menümusik, die muss jetzt echt mal anders. Statt sich vielleicht ein bisschen auf die wichtigeren Dinge zu konzentrieren, da ist immer so meine Auffassung so, okay, worauf konzentriert man sich jetzt als erstes? Oftmals nicht richtig gegeben bei den Freunden, aber
Man weiß ja auch nicht, was deren Plan ist, warum die die Musik auch geändert haben, ne? Kann auch sein, dass das tatsächlich einen wichtigen Grund hatte. Nette kleine Häuser sind das hier. Mit Dachgeschoss. Da runterfallen. Er sagte. Aber war das jetzt schon die Ortschaft, wo ich eigentlich hin wollte? Okay, der Punkt ist einfach an ganz woanders gelegen. Offensichtlich. Ich sag mal so, die Stimmung gerade ist übelst geil, ne? Ich komme mir gerade richtig wie im Sommer vor, ne? Und heute habe ich schon gesagt, boah, Sonnenschein wäre mal wieder was richtig Cooles, weil es bei uns jetzt irgendwie über 4 Tage, 5 Tage nur geschüttet hat, Schneeregen. Hast du nicht gesehen? Hier kommt tatsächlich gerade so ein bisschen das Feeling auf. Was haben wir da? Bomberjacke. Ist tatsächlich geil. Nur Wind. Windambiente. Gut. Hier ist ein Brunnen. Wunderbar. So, auf zur Mission, würde ich sagen. Mal gucken, ob wir eine 2-Mission alleine schaffen mit dem Gear, was ich jetzt hier habe. Ahne ja nicht, aber gucken wir mal. Zweier-Mission ist immer so tricky. Zweier-Mission kann halt sein, dass es wenige sind, aber gut gegiert oder viele schlecht gegiert. Ist ein schmaler Grat, ob man es schafft oder nicht. Haben die im Menü hier, im Craft-Menü irgendwas geändert? Ein Funkzünder, ich glaube, den gab es letztes Mal schon, bin ich mir nicht sicher. So, Base Building, ja gut, das war tatsächlich bei derzeit noch nie mein Ding. Ja, das habe ich auch schon. Gott, ey, das erschreckt mich ja nun echt ein bisschen, ne? Das ist ja ein richtig unangenehmes Geräusch auch. So. Sehr offenes Ding. Da hängen zwei auf dem Haufen, aber mit Leuchtturm. Optik geil. Sehr viele. Oh, das sind aber sehr viele. Okay, da brauche ich einen ganz anderen Weg hier. Ich habe keine Ahnung, ob der Weg gut ist hier gerade, den ich gewählt habe. Oh,
Zieht er da einfach vorbei, ne? Aber close. Oh, der hat nichts mitgekriegt. Der hat von dem ganzen Tumult gar nichts mitbekommen. Wollen wir uns gleich um den Leichenhaufen, ne? Ja, guck mal. Na, gucke mal. Das war doch eine nette Runde. Das hat gut geklappt. So, Moneten sind jetzt auch am Start. Ein bisschen was verkaufen kann ich. Eine Bertha. Nehmen wir mit. Mit Schalli sogar. Okay. Alles 1000 Flocken hier. Glaube, der hat sogar. Was hat der denn da? Eine Lampe da dran. Was zu traden? Wir uns gleich gönnen. Was haben wir hier? Eine R5. Am wichtigsten ist das Geld. So die MR5, ich überlege gerade. 9x19. Ist die hier, glaube ich, ne? Ja. Welche wie die Bertha. Weiß gar nicht, ob die wie die MR5 so ist, im Gegensatz zur AKSU. Ich glaube, die AKSU ist immer noch ein bisschen besser. Aber wir werden mal die Jacke nehmen. Optisch ein bisschen besser. Weg.
Kann weg, dann rein. Dann kann das hier aus meiner Sicht auch weg. Schwerer Sturmhelm, sehr geil. Gerne mit. Zigaretten kommen raus. Pistol kommt mit. Geld kommt mit. Ah, noch mit Bertha. Ich glaube, die Kneifzange ist. Aber wir können auch erstmal was essen. Naja, aber im Haus verschanzen mit einer Pumpe funktioniert gut. Das funktioniert gut. Welche Überraschung. Oh, eine richtige Museen. Sehr nice, sehr nice. Weg, nehmen wir die mit, können wir ein Visier aufschneiden. Sehr geil. Okay. Was ist das? Ein ballistischer Helm? Das hier? Auch. Okay. Guck mal, da sind wir doch schon mal gleich ein bisschen besser ausgerüstet. Aber der Leuchtturm ist schön. Der Leuchtturm gefällt mir hier. Ich will mal kurz die Aussicht oben genießen, oder? Mal einen leichten, einen ganz leichten Drehung. Ich kriege ja immer so in First Person, kriege ich ja so Motion Sickness. Guck mal, ist hier oben noch eine Kiste? Das kann man nicht nehmen. Guck mal. Hier ist sogar Loot oben. Ja, aber schneidig. Warte mal, da geht es ja noch einen weiter hoch. Das richtig gesehen, da geht es hier noch einen hoch. Ganz rauf auf den Turm. Okay. Das ist ja meine Position. Alter, hier ist aber ein Ausblick. Wenn du das nicht weißt, dass hier ein Leuchtturm ist, wo du so weit gucken kannst. Und cool. Ja, aber das soll es mit der Folge gewesen sein, Freunde, ne? Ich würde sagen, mittlere Mission alleine erledigt. Finde ich gut. Hat mir gefallen. Patch-Sachen habe ich jetzt noch nicht. Ich kann jetzt noch mal ein, zwei Sachen im Patch-Sachen, fällt mir gerade ein, so machen. Glaube, es ist weniger geworden. Gucken wir jetzt noch mal. Okay. Fühlt sich gut an. Leichter aber. Zieht aber immer noch ein bisschen. Muss ja auch. Also ohne Recoil, das geht ja gar nicht. Ja. So, aber neue Sounds, neue Geräusche. Leer immer noch gut. Leuchtturm geil. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, Freunde. Bis dahin. Tschaußen.